lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Heute haben wir ein weiteres Teil unseres Zeitalters. Ich habe vergessen, welches Zeitalter. Ah, das 10. Ich fange nochmal an. Hallo und willkommen zur aventurischen Geschichtsstunde. Heute geht es im 10. Zeitalter weiter. Wir sprechen über den Beginn eines endlosen Krieges, an dem natürlich hier nur die Echsen schuld sind. Aber hier, kleiner Spoiler. 7250 bis 5500 vor Bosporans Fall. Und wir sind natürlich in alter Besetzung. Heute ist wieder der David dabei. Hallo David. Hallo. Und natürlich der Raphael. Hallo Raphael. Hallo zusammen. Und bevor wir dazu kommen, warum die Echsen an allem schuld sind, gibt es bei euch irgendwas Neues? Arbeitet ihr an irgendetwas? Ihr hattet ja letztes Mal schon gesagt, dass ihr an der Winterwacht dran seid. Wie schaut es denn da aus? Ja, aktuell ist das tatsächlich mein Hauptthema und ich weiß ja, dass David auch dran ist. David und ich haben auch noch eine schöne Publikation, wo wir beide, glaube ich, noch ein bisschen reinliefern müssen. Und ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir noch circa 3 Wochen Zeit, etwas mehr. Das ist sportlich, aber machbar, aber sorgt auch für einige lange Abende am Rechner, bei mir zumindest. Ja, das geht mir ganz ähnlich. Am Anfang hat man meistens, also geht mir zumindest so, denke ich immer, das ist relativ viel Zeit und dann teile ich mir das in schöne Häppchen ein und plane, wie ich das mit dem Schreiben mache. Und dann erfahrungsgemäß klappt das nicht immer ganz so nach Zeitplan und zum Ende hin, wenn dann die Frist näher rückt, das ist dann eine starke Motivationswirkung, dann ist wirklich, ja, sind die Abende dichter gefüllt und dann geht es auch meistens mit dem Schreiben schneller, weil man halt die Deadline einfach im Nacken hat. Und genau, ich freue mich schon auf den 1. September, wenn das hinter mir liegt. Ich kann zumindest so weit ergänzen, dass es hier tatsächlich sehr spannend momentan auch ist, weil wir einige Passagen auch noch umwerfen derzeit, weil aus dem großen Autorenpool, der da mitarbeitet, immer wieder neue Ideen reinkommen oder nach dem Motto, ich habe hier in meinem Text Folgendes aufgegriffen, könnt ihr das nicht auch noch irgendwo mit berücksichtigen? Also das macht das vielleicht nicht leichter für uns, aber ich glaube, hinterher ist das ein umso runderes Produkt dann. Ja, ja, ich bin gespannt und freue mich drauf. Dann würde ich sagen, fangen wir einmal an. Aventurien, wenn ihr euch erinnert, um 7250 Pyrdakor herrscht nun als unumschränkter Gottkaiser über alle exischen Völker. Und er hat natürlich auch dieses Humus-Ritual durchgeführt und der Dschungel rund um Zeta ist fast undurchdringlich und voller Leben und andere Gegenden haben an Fruchtbarkeit verloren. Yashulail und Sashrim Mister, keine Ahnung, wie man das ausspricht, sind weitere Zentren exischer Kultur. So, aber was passiert nun nördlich des Rashtulwalds? Könnt ihr mir das erzählen? Ja, ich will ja natürlich gleich einmal im Sinne eines ganz neutralen Berichterstatters, ne, muss ich ja auch deine Tendenzen in der ersten Aussage gleich mal richtig stellen, denn du hast ja natürlich darauf aufgebaut, dass da so die etwas kleineren Freunde und Freundinnen Aventuriens immer stärker werden, nämlich die Zwerge. Aber ob jetzt wirklich an den großen Kriegen nur und ausschließlich die Echsen schuld sind oder ob vielleicht auch der ein oder andere Zwerg anstoßgebend dafür war, werden wir gleich aufdecken, behaupte ich mal. Aber um deine Frage noch selbst zu beantworten, ja, die Zwerge gewinnen an Macht, haben neben dem Xorlosh, was wir eben kennen, auch weitere Städte wie Angolosh und Axolox. Du bist der Zwergenexperte, nicht ich, also du wirst da mehr mit anfangen als ich, die wirklich schon so groß sind wie auch manche Echsenstadt. Und natürlich gibt es dann auch die Elfen und Orks weiter im Norden, die auch nicht untätig sind, aber im Vergleich sicherlich zu dem großen Zeta und Pyrdakor wirken ein bisschen verblassen. Ja. Und auch einfach nicht so zahlreich sind. Also die Elfen sind ja ohnehin ein Volk, was eher in kleineren Siedlungen lebt. Und die Orks und Goblins, die Feldtragenden, haben zwar eine hohe Geburtenrate, aber sind auch also ja eher nomadische Völker, als dass sie jetzt große Städte errichten, wie das den Geschuppten unter Pyrdakors Herrschaft gelungen ist. So dass man schon vielleicht sagen kann, es gibt so den ja, erschlossenen und städtebaulich ja, zivilisierten Teil südlich des Rashtulwalds und es gibt eben im Norden sehr viel auch weites Land, wo ja
vielleicht Völkerschaften und Sippen umherziehen, aber wo nicht so große Städte bisher errichtet wurden. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal auf Pyrdakor zurück. Es ist so, dass er ja inzwischen ein bisschen Zorn außerhalb oder innerhalb seiner Gefolgsleute gebracht hat. Ich habe das schon erwähnt mit seinem Humusritual. Warum finden das nicht alle seine Echsen so schön? Was ist denn da los? Die müssen es doch toll finden, oder? Ja, wir erinnern uns, Pyrdakor war es ja gelungen, diese elementaren Schlüssel in seinen Besitz zu bringen und damit die Herrschaft über die prägenden Elemente Eis, Feuer, Wasser, Humus, Erz, Luft anzutreten. Und er hatte die Vorstellung, dass er, wenn er die Elemente stärker voneinander trennt, dass er dann noch mehr deren Kraft nutzen kann. Und dann gibt es auch Elemente, die den Geschuppten naturgemäß näher stehen als andere. Und das Element Eis ist eben eines, was den Echsenvölkern nicht so nahe steht. Und die kommen auch mit Kälte nicht besonders gut klar. Und Pyrdakor hatte ja die Idee, die Kälte an einer Stelle des Kontinents ganz im Norden zu sammeln. Dann dürfte es dort besonders kalt sein und im Rest des Kontinents sollte es wärmer werden. Soweit hat er, glaube ich, noch viele Unterstützer gehabt. Dann war es aber so, dass er tatsächlich auch das Humus-Element sehr stark da konzentriert hat, wo eben diese zwei großen Städte, Yashualai und Zismr, also die zwei großen Echsenstädte liegen. Und dass diese Konzentration des Humus-Elements an dieser Stelle dazu geführt hat, dass die Fruchtbarkeit zwar dort zugenommen hat, sie aber in den anderen Gebieten abgenommen hat, wo ja zu diesem Zeitpunkt auch exische Reiche oder Städte standen. Und dadurch sind die Gefolgsleute des Gottdrachens, die in diesen Randgebieten gesiedelt haben, ja, die haben sich dann spürbar benachteiligt gefühlt. Ja, und das führte letztlich zu einem weiteren Versuch Pyrdakors, wie er das, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen denen weiterhelfen kann, denn er wollte das Eis nun wirklich endgültig ganz weit in den Norden bringen. Was jetzt in erster Linie nach ein bisschen Magietheorie vielleicht oder was auch immer klingt, aber ein sehr, sehr wichtiges Ereignis für die nächsten fast 2000 Jahre ist, denn immer, wenn wir nachher uns fragen werden oder man sich fragen könnte, warum macht ein Pyrdakor eigentlich nichts? Was passiert denn hier? Dann ist das tatsächlich in diesem Ereignis begründet. Denn in seinem weiteren Ritual, wo er wirklich das Eis ein für alle Mal im Norden bannen möchte, kann er es nicht mit Firuns Macht einfach gleich tun und er scheitert bei diesem, oder er droht zu scheitern bei dem Ritual. Er entscheidet sich dann, den Eisschlüssel zu opfern und sämtliche Ritualhelfer sterben auch, sodass er zwar irgendwie erfolgreich ist, aber sehr, sehr geschwächt daraus hervorgeht und, wie es heißt, sogar selbst nur knapp dem Kältetod entrinnt. Das heißt also, Pyrdakor, der Gottdrache, ist selbst sehr stark geschwächt und muss sich erst einmal in der nächsten Zeit erholen. Und was sicherlich nachher auch immer wieder zu bedenken ist, wenn man ein paar Geschichten liest oder hört und sich fragt, warum macht er eigentlich nichts? Weil Pyrdakor schwächt sich in Anführungszeichen selbst und dadurch kommen andere Geschehnisse erst ans Laufen. Noch eine Ergänzung, er hat sie ja nicht an sich gebracht, die wurden ihm doch übergeben von den Göttern zur Verwahrung. Oder erinnere ich mich falsch? Ja. Doch, das stimmt. Genau nach Mardas Frevel, also der Zerstörung der elementaren Zitadelle der Kraft, war die Sorge, dass eben auch diese anderen elementaren Zitadellen beschädigt oder gar zerstört werden könnten. Und man hat ihm quasi als Wächter ursprünglich diese Schlüssel übergeben. Und ja, im Laufe der Zeit hat Pyrdakor dann seine eigenen Pläne entwickelt. Ja, Drachen halt. Nun würde ich sagen, kommen wir in das Jahr 7224. Und zwar Ordamon der Kühne, der Vater des kleinsten Zwergenstammes, möchte auch gerne König aller Könige werden. Und er kann eine beeindruckende Schar natürlich hinter sich zusammenbringen, die ihn unterstützen dabei für die Wahl. Doch nicht alle. Und so möchte er sie durch eine große Tat beeindrucken. Aber was wäre denn die
beeindruckendste Tat aller Taten für ein Zwerg? Naja, jetzt sind wir hier, also ich hätte gedacht, die richtige Antwort ist, Pyrdakor oder einen großen Drachen zu erschlagen, aber offenbar trauen sich das selbst die Zwerge nicht zu, zumindest dieser Ordamon, der ja doch anscheinend eher fexisch gesinnt ist und er ja, möchte tatsächlich einfach den Hort des, oder Pyrdakors Hort bestehlen und etwas aus dem Hort an sich bringen. Das ist seine Idee, da ist dieser große Pyrdakor, der oberste aller Drachen und wenn ich als Zwerg dem etwas nehmen kann, etwas wegnehmen kann, ist das ja ein Symbol, weil das mit dem Erschlagen wahrscheinlich nicht klappen wird, so nebenbei ein Symbol dessen, wie wir uns mit dem Drachen auseinandersetzen können. Also sagt er, ich mach das mal. Und tatsächlich macht er das auch klammheimlich. Also er geht jetzt nicht irgendwie hin und sagt, ich ziehe jetzt aus, liebe Zwerge, folgt mir. Sondern er vertraut sich, glaube ich, nur seiner Tochter kurz an und bricht danach auf, Pyrdakor zu bestehlen. Und hier sieht man, dass er kein typischer Zwerg in dem Sinne ist, weil er ehrlicherweise gar nicht genau weiß, wer dieser Pyrdakor ist und wo er so richtig wohnt. Und er, ich sag mal, spontan, ist das der Eindruck für mich, macht er sich spontan auf den Weg und nicht so planvoll und etwas länger vorbereitet, wie wir sonst von den Zwergen gewohnt sind. Ne? Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass die Zwerge zu diesem Zeitpunkt noch stärker konzentriert leben in ihren unterirdischen Bingen und von dieser Welt generell oberirdisch eher so eine grobe Vorstellung haben, wer da so lebt und wie das so aussieht und wie auch Entfernungen, wie groß Entfernungen sind und wie groß auch die Städte der Oberirdischen sind. Dadurch, ja, das für Ordamon wahrscheinlich so, also ist auf jeden Fall eine sehr mutige Tat, aber auch so ein bisschen der Schritt ins Unbekannte. Ich denke, er weiß auch nicht genau, wer wirklich Pyrdakor ist. Er hat nur gehört, ja, ist ein großer Drache, ist wahrscheinlich der größte Drache, den es gibt, aber wo genau, wie. Und auch generell mit den Echsenvölkern hatten die eigentlich keinen Kontakt, da die Echsen auch nicht so weit nach Norden gekommen sind, da es ja viel, ja, die Temperatur zu kalt war. Gut, also er macht sich auf die lange Reise und stößt am Fuß des Rashtulwalds auf eine mittelgroße Echsenstadt. Tja, und was sieht man da natürlich in einer Echsenstadt? Ein Pyrdakor-Tempel. Und nun sieht er den Pyrdakor-Tempel und dann nimmt er genau die richtigen Schlüsse, oder? Was denkt er sich? Naja, er sieht halt, er ist goldverziert, strahlt Reichtum aus und denkt sich, oh, hier ist eine große Stadt, aus seiner Sicht sicherlich eine große Stadt. Hier ist ein goldener Tempel, das muss der Hort von ihm sein. Und da entschließt er sich also einzubrechen, um etwas zu stehlen. Was ihm jedoch nicht gelingt. Also beim Einbruch wird er festgesetzt und die Echsen kennen Zwerge bis dahin nicht, wundern sich also erstmal, was es mit ihnen auf sich hat und lernen jetzt in Anführungszeichen schmerzlich eine der Eigenschaften der Zwerge zu, die wir heute noch allzu gut kennen, nämlich ich nenne sie mal positiv besetzte Sturheit an der Stelle. Ja, also sie können ihn foltern, solange sie wollen, er macht den Mund nicht auf und Zauberei widersetzen sie sich auch, bekanntermaßen wissen wir, dass Zwerge nicht so leicht zu verzaubern sind wie andere. Und das ist vielleicht einerseits oder mag für ihn als ein Vorteil wirken, setzt die Echsen aber in Alarmbereitschaft, denn die kennen sowas bisher nicht, dass es da fremde Völker geben kann, die sich ihren Zauber wirken und ihre Methoden widersetzen. Und ja, bei den Echsen kommt dann Sorge auf. Ja, ist das vielleicht nur ein Speer und das Heer von denen wartet irgendwo und könnten die eine Gefahr für uns werden? Da müssen wir was tun und müssen dieses Volk auslöschen, bevor es uns auslöscht. Also die eben eingangs benannte Aggression, die von den Echsen ausgeht. Allerdings, ne, also jetzt rein vor Praios Entscheidung, der Einbruch fand zuerst statt. Ja gut, aber so ein kleiner Einbruch, das war halt eine Verwechslung, muss man ja auch mal sehen. Das ist ja noch kein Grund für das Auslöschen eines ganzen Volkes. Also. Wir können uns darauf einigen, dass die Echsen überreagieren, das ist okay. Ja, genau. Gut, also, was machen sie denn? Sie bringen ihn um und dann ist es, oder sie können ihn ja nicht brechen. Was machen sie jetzt mit ihm? Ja, sie überlegen sich, wo einer herkommt, da gibt es noch mehr. Wir lassen den mal gehen und ja, folgen ihm dann unauffällig und schauen mal, wohin er uns führt. Es ist so, Ordamons Krone, sein Kronreif bleibt zurück. Der wird später nochmal eine Rolle spielen im Konflikt zwischen Zwergen und Drachen. Und gezeichnet mit so einem Flammenmal Pyrdakors an der Stirn macht sich Ordamon dann auf den Heimweg, unbemerkt, vielleicht ahnt er es tatsächlich auch, verfolgt von den Speeren.
der Echsen und der Drachen. Und er schafft es dann auch bis zurück vor die Tore Xorlosch, der ersten und größten Zwergenstadt, und hat gerade noch Gelegenheit, eine Warnung von sich zu geben, und dann wirkt der Zauber, der auf ihm liegt, und er, ja, bricht in Flammen aus. Er verbrennt bei lebendigem Leibe und stirbt. Und ab diesem Zeitpunkt wissen dann Pyrdakors Gefolgsleute, wo die Zwerge offenbar ihre unterirdische Stadt haben, ihre geheime Basis haben, und rüsten dann zum Krieg. Ja, der erste tote Zwerg durch einen Drachen, und ja, dieser Krieg wird sich über den nächsten oder über mehr als den nächsten 5000 Jahre hinziehen. Und dann schauen wir mal, mit wessen Tod es enden wird. Erst einmal ist ja ganz interessant auch wieder hier die zeitliche Dimension. Also davon ausgehend, dass die Quellenlage hier relativ zuverlässig ist, weil die Zwerge ja nun wirklich ihre Geschichte auch sehr genau irgendwo nachhalten. Denn es heißt in der Historia, die Zwerge haben nicht viel Zeit, bis der Angriff kommt. Aber 7219 stirbt Ordamon vor den Toren von Xorlosch, und 2 Jahre später kommt es zu der großen Schlacht. Also tatsächlich, ja, in den Dimensionen der Echsen sicherlich, ne? Man muss Drachen sammeln, ein Heer aufbauen und da weiterziehen, das dauert schon, aber 2 Jahre sind für Zwerge auch nicht viel Zeit, aber immerhin sind dies die 2 Jahre, die sie sich als Zeit nutzen können, um sich zu wappnen gegen das, was da immer kommt. Und dabei sind sie durchaus, ich sag mal, relativ erfolgreich, würde ich jetzt so sagen, an der Stelle, ja. Also, ne, es kommt diese große, bekannte Schlacht des Himmelsfeuers, die auch, glaube ich, schon sehr, sehr häufig in DSA-Werken zitiert worden ist, als ein großes Ereignis. Und ja, ein gewaltiges Echsenheer, heißt es dort, über 20 Kaiserdrachen und Purpurwürmer sowie zahlreiche weitere Echsen brechen auf und versuchen eben, die Zwergenstädte zu vernichten, und werden von Ankarion dem Roten angeführt. Das ist der Marschall Pyrdakors. Hier jetzt wird es insbesondere dann interessant, vielleicht auch für diejenigen, die mal von den etwas neueren Abenteuern die Drachenchronik gespielt haben. Jetzt kommen langsam die ganzen Namen, die man dort lesen kann, stärker zum Vorschein, denn wenn es gegen Zwerge geht, dann haben auch Drachen nur eine beschränkte Halbwertszeit zumindest. Und ja, Ankarion, der Rote, ist es am Ende des Tages ja der erste wirklich große, der erste Big Name, sag ich mal, unter den Drachen, der das am eigenen Leib zu spüren bekommt. Aber bevor es soweit ist, also diese Schlacht dauert mehrere Monate. Interessant ist, dass es als eine Schlacht da gesehen wird und die beiden Städte Angolosch und Axolok werden vollständig vernichtet. Und zwar auch so vollständig, dass ihre Lage nicht mehr bekannt ist. Das ist auch sehr interessant. Und nur Xorlosch kann unter hohem Blutzoll und auch schweren Zerstörungen sich dem Ansturm erwehren. Ich finde da dieses, es wird als eine Schlacht dargestellt, und man denkt ja, eine Schlacht ist jeden Tag kämpfen die, ich sage mal, zusammenhängend. Also so dicht aneinander waren, glaube ich, die Festen der Zwerge auch wiederum nicht. Also entweder muss das Heer wirklich riesig gewesen sein, dass das halt so breitflächig über hunderte Kilometer, sage ich mal, angegriffen hat, oder es wird halt als eine Schlacht dargestellt, aber es waren so mehrere Schlachten innerhalb eines kurzen Zeitraums. Also als dieses, das heißt ja auch Monate, ne? Mehrere Monate. Also ich denke, zwischendurch waren immer mal wieder ein paar Tage oder auch eine Woche, wo man nicht wirklich viel passiert ist, aber. Ja, ich glaube, es waren sogar Jahre, kann das sein? Weil es heißt ja in der Historia, 7217 steht quasi das Heer vor den Toren der Zwergenstädte. Und diese große Tat von Organa, dieses heroische Opfer, ist dann erst 4 Jahre später, 7213. Vielleicht ist es wirklich auch so eine Art Belagerung, also dass die einen stehen draußen und wollen rein in die Bingen und speien Feuer und schicken ihre Kämpfer in die Tunnel, und die Zwerge treiben sie wieder zurück. Aber wahrscheinlich ist das wirklich ja dann in der zwergischen Überlieferung zu einer riesigen Schlacht dann geworden, weil das ja es passt so ein ja alles auch, beherrschendes Ereignis war. Ja.
Es passt ja auch, wenn man jetzt mal in die abseits von dem Inhaltlichen in die Regeltechnik abgleitet, man kann sich ja überlegen, wie lange ein Kaiserdrache regenerieren muss nach so einem Tag, um wieder mit der astralen Kraft ausgestattet zu sein. Es ist schon sinnvoll, dass die nicht nur schlafen und am nächsten Morgen weitermachen tatsächlich. Ne? Also auch so ein Drache, glaube ich, der würde auch erst einmal, und da sie das die Befehlshabenden sind, wird das einfach dauern, bis sie wieder angreifen. Und ich denke auch gerade, die Drachen sind ja schon, mindestens wenn der erste Mal gefallen ist durch Zwergen, Hand, werden die vorsichtiger werden und dann zieht sich das sicherlich auch ein Stück weit. Ja. Mhm. Übrigens ganz spannend aus Sicht für die Spielleitenden, die hier zuhören, finde ich ja den Hinweis, dass es zwei Zwergenstädte gibt, wo nicht mal mehr bekannt ist, wo sie liegen. Also da kann man sicherlich auch heute nochmal ein nettes Abenteuer, auch vielleicht aus dem Sternenfall begründet, finden, wo man auf den Spuren von einer vor vielen tausend Jahren verlassenen Zwergenbinge ist. Wer weiß, welche Geheimnisse da noch drin zu finden sind. Mhm. Interessant finde ich hier auch, dass es zu der Zeit noch gar keine Ballisten und Armbrüste und so für die Zwerge gab. Also das war mehr oder weniger alles noch Handarbeit und Nahkampf. Du hast jetzt aber von Organa, Ordamonts älteste Tochter, gesprochen. Also der Stamm findet es ja, Ordamon hat ja einen Frevel begangen, sag ich mal. Und sein Stamm versucht es natürlich, ja, auszugleichen, indem sie besonders stark, besonders entschlossen sich den Feinden entgegenwerfen. Und Organa ist die letzte Überlebende dieses ganzen Stammes. Aber was, Organa, weiß man noch mehr über sie? Ja, sie ist so, kann man sicher sagen, die früheste Heldin der Zwergenheit. Und überhaupt ist es ja so, durch die ungleich verteilten Geschlechter bei den Zwergen, dass die Zwerginnen einfach sehr viel seltener sind als männliche Zwerge, ist es ja so, dass ohnehin meist diejenigen, die ausziehen auf Abenteuer oder auch in den Kampf ziehen, die männlichen Zwerge sind, weil eben die weiblichen Zwerginnen besonders schützenswert sind, da sie ja auch die Nachfolge sichern und sie als besonders kostbar und schützenswert betrachtet werden. Und dadurch gibt es auch in der zwergischen Überlieferung nur sehr wenige weibliche Heroinnen, die so also ganz gewaltige Taten vollbracht haben, einfach mangels Gelegenheit, mal aus der heimischen Binge herauszukommen. Insofern macht das Organa sicher besonders. Und es wird auch gesagt, dass sie diese Eigenschaft, die man Ordamons Kindern, also dem Zwergenvolk, das von Ordamon abstammt, zuschreibt, dass sie die in besonderer Weise verkörpert hat. Also Mut und kühne Entschlossenheit, aber auch ein großes taktisches und planerisches Geschick, sodass sie wahrscheinlich eine sehr, sehr fähige Heerführerin und Schlachtenlenkerin war für ihr Volk. Und ihr gelingt dann eben tatsächlich auch das, was in diese Schlacht oder in diesen ganzen Krieg erstmal eine entscheidende Wende bringt. Sie schafft es, Ankoron den Roten, den Marschall der Drachenstreitmacht und leiblichen Sohn Pyrdakors, zu töten, indem sie ihn in einen See lockt. Und im Wasser erlischt dann die innere Flamme des Drachen und er verstirbt dort. Allerdings nicht ohne Organa auch mit sich zu reißen, sodass die beide dort den Tod finden. Der Verlust des Marschalls ist dann aber tatsächlich ein so dramatisches Ereignis für die Angreifer, dass die sich erstmal zurückziehen und dann auch für einige Jahrzehnte vermutlich es keine so große Schlacht mehr gibt, sondern eher kleinere Auseinandersetzungen dann in der folgenden Zeit, bis es wieder zu größeren Schlachten kommt. Auch hier ein ganz interessanter Hinweis mit dem geheiligten Wasser. Für diejenigen, unsere Zwergenfreunde an der Stelle auch, wie ich finde, Angrosch ist der Gott der Zwerge, aber wir haben jetzt schon zum zweiten Mal einen Hinweis darauf, dass auch die Zwerge Sachen, die man nicht Angrosch zugehörig sehen würde, angehen. Also erstmal Ordamon, der eher fexisch wirkt mit seiner Idee, den Drachen zu bestehlen. Und jetzt bin ich mir auch relativ sicher, dass nicht ein Angrosch-Priester
ein See weihen würde oder zu einem heiligen Wasser machen würde. Also auch da scheint eine Verbindung zu anderen Göttern zu sein, die die Zwerge kennen und achten zumindest. Wenn diese Kriegslist aufgreift, dann ist es für sie ja auch bewusst, dass da irgendetwas Göttliches, irgendwas Starkes wirkt, was eben nicht Angrosch zuzusortieren ist. Also schon sehr interessant. Ja, die Zwerge sind zwar von Angrosch oder sie verfolgen weiter Angroschs Wille, aber es ist nicht nur, dass nur das, was Angrosch macht, in ihrer Sicht das einzig Richtige ist, sage ich mal so, ja. Naja, es ist ja so, dass die anderen Götter ja existieren, aber sozusagen Angrosch zuarbeiten, ihm unterstellt sind, in ihrer Glaubensweisheit, sage ich mal. Deswegen, also, die gibt es, aber sie sind halt unter Angrosch. Ich möchte aber noch ganz kurz hier zu Organa noch kurz zurückkommen. Interessant fand ich auch, dass nachdem ihr Vater ja unterwegs ist, nicht der älteste Sohn die Führung genommen hat, sondern sie als Tochter und auch nicht als älteste, weil der Sohn ja älter war, also sie hatte ältere Brüder. Und damit ist sie wohl auch die einzige Zwergin, die jemals dem Bruderrat angehört hat. Könnt ihr mir sagen, was der Bruderrat ist? Das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Versammlung der Oberhäupter gewissermaßen. Also ursprünglich die Versammlung der acht Stammväter, also der acht Stammväter der Völker, die ja Brüder waren, der Überlieferung nach. Und später dann in deren Nachfolge die Versammlung der Bergkönige, also der Oberhäupter der Sippen, die damals ja noch acht waren und dann im Laufe der Jahrtausende weniger wurden, weil einzelne Völker verloren gegangen sind oder ausgelöscht wurden. Also das oberste Regierungsgremium könnte man das vielleicht nennen. Ja, ich muss mich jetzt outen, dass ich bei der Zwergenhistorie ein bisschen weniger gut bewandert bin. Deshalb stimme ich einfach zu. Okay, dann kommen wir mal von den Zwergen zu den Orks. Was ist denn da passiert? Ist da auch etwas? Machen die etwas oder sitzen die einfach nur bei sich rum und drehen Däubchen? Ja, die Orks, die kümmern sich weniger um die Echsen, aber die haben eben mit den Elfen weiter im Norden ihre Rangeleien und hatten ja bisher so ein bisschen, ich sag mal, den Nachteil, dass die Elfen eben als Magiekundige den Orks deutlich überlegen waren. Aber nun gelingt es ab etwa 7200 auch den Tairach-Schamanen entsprechend eine eigene Magie oder eigenes Wirken, ich weiß gar nicht jetzt, ob das magisch oder karmal ist, aber das heißt Magie in der Historia, zu erschaffen und den Elfen Widerstand zu leisten. Und das tatsächlich tut den Elfen jetzt erst einmal weh, denn die kriegen plötzlich einen Feind, wie schon David sagte, die sind zahlenmäßig einfach überlegen. Und der bisherige Vorteil der Elfen wird langsam so ein bisschen ausgeglichen, dadurch, dass sie auch der Elfenmagie erwehren können, sodass es einige Niederlagen der Elfen gibt und auch bei einer Schlacht im Südwesten der Salamanderstein, also schon wirklich, sag mal, an der Haustür der Elfen, die orkischen Schamanen sogar Geister und Untote beschwören, denen wirklich die Elfen nur mit größter Mühe entgegentreten können. Und von dorthin, ja, das Schlachtfeld dort wird künftig der Firnwald, wo Knochen wachsen, genannt, ein undurchdringlicher und verfluchter Wald, den die Elfen ja ein Stück weit meiden auch. Ne? Und das ist auch, denke ich mir, eine Form von Magie, die Elfen so nicht kennen. Also das ist ja die Herbeirufung von Untoten und Geistern ist nicht das, wie Elfen üblicherweise ihre Zauberkraft einsetzen. Das wird sicher den Schrecken auch nochmal erhöht haben. Erstmal auch einfach Zeit gebraucht haben, sich daran anzupassen, sich darauf vorzubereiten, wie man so einer Magie begegnet. Okay, dann kommt Pyrdakor bestimmt jetzt und macht eine neue Armee stellt er auf, bestimmt, um wieder nach Norden gegen die Zwergen und damit auch gegen die anderen Völker, die da bestimmt auch noch sind, zu ziehen, oder? Ja, Pyrdakor hat es nicht ganz so leicht in dieser Zeit, will ich mal sagen. Also erst noch stark geschwächt, knapp dem Tod entronnen von dem Ritual. Und jetzt, wie er sich langsam ein bisschen festigt, hat er auch andere Sorgen. Denn in seinen Reihen regt sich Unruhe und Verrat sogar ein Stück. Ja, und das ist tatsächlich eine Veteranin aus der Schlacht des Himmelsfeuers, eine Purpurwürmin, meine Güte, ist ein seltsames Wort, Korfanae, die doch
denkt, es ist Zeit, den Gottkaiser zu stürzen. Und weil er mit seinen ganzen Elementarbeschwörungen doch einfach wirklich die Grenze selbst überschritten hat. Ja, da sammelt sie im Hintergrund ihre Fäden und Pöderkor wird aber dann doch darauf aufmerksam und ja, tötet alle Mitglieder, zerreißt den Leib der Rädelsführerin und verflucht diesen Karfunkel. Auch sehr interessant. Ich weiß nicht, was mit einem verfluchten Karfunkel ist, aber da kann man auch schon sicherlich, meines Wissens taucht das später nicht mehr auf. Eigentlich schade, das klingt nach einem sehr spannenden Thema. Ja, und das heißt, er hat ehrlicherweise gerade selbst Probleme bei sich selber und muss dafür Ordnung sorgen, was ihn momentan viel Kraft und Ausdauer kostet, weswegen die Zwerge ja ein bisschen mehr Ruhe haben in dem Moment, ne? Es sind wahrscheinlich auch Drachen von ihrem ganzen Wesen und ihrer Persönlichkeit her nicht so die braven Untertanen, die immer alles tun, was man ihnen sagt, sondern es ist schon ihnen angelegt, dass eben so eine gewisse, ja, ein Streben nach Macht und Wohlstand auch dazu führt, dass da immer auch Spannungen sind, wie der Moment der Schwäche, der dann wahrgenommen wird von Pöderkor, auch dazu führt, dass dann ja hinter seinem Rücken dann wieder Dinge vorgehen. Sodass er, genau wie Raphael gesagt hat, sich erstmal darauf konzentriert, quasi vor der eigenen Haustür für Ordnung zu sorgen. Das heißt allerdings nicht, dass es jetzt plötzlich Frieden gibt zwischen Echsen und Zwergen. Das ist nicht der Fall. Okay, es kommt viel mehr das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Die Zwerge nutzen jetzt ihre Chance, bauen nicht nur weitere Städte, sondern fangen jetzt auch mal an, bessere Waffen zu ersinnen, die Chancen gegen Drachen haben. Und tatsächlich kommen jetzt die großen Torsionsgeschütze auch dabei, ne? Also eine Armbrust, erst stationär, später tragbar. Also eine stationäre Armbrust, das stelle ich mir wirklich schon so vor, dass da vielleicht so ein bisschen wie beim Hobbit, wo am Ende der große Bolzen geschossen werden kann, der einen Drachen auch zur Strecke bringt. Also das fangen die Zwerge an, jetzt zu entwickeln. Und es gibt auch Diskussionen mit den Echsen weiterhin. Die treten regelmäßig vor die Tore der Zwerge und bieten ihnen auch ein nettes Friedenangebot an. Sie müssten ja nur Tribut zahlen. Die Zwerge sagen, nee, das ist nicht Angroschs Auftrag. Wir sollen ja die Bodenschätze vor den Drachen schützen. Und wenn wir ihnen Tribut zahlen, begehen wir eigentlich Verrat an Angrosch. Das kommt für uns nicht in Frage. Ja, also da sieht man mal wieder, die Echsen wollten eindeutig keinen Frieden haben. Du hast meine Worte so gut wiedergegeben. Okay, dann würde ich sagen, es gibt ja noch andere Völker, die etwas größer als Zwerge und auch größer als Echsen sind. Das Reich der Trolle. Was ist denn da los? Ja, die Trolle haben ja lange Zeit auch vor allem Gegenden bewohnt, die sehr unwirtlich waren, vor allem die höheren Gebirge. Und in dieser Zeit, also um 6900 vor Bosporans Fall, beginnen sie aber auch in tiefere Gebiete hinabzusteigen, nämlich in das Gebiet an der aventurischen Ostküste, wo heute Tobrien liegt, zwischen der Schwarzen Sichel und den Drachensteinen, und beginnen dort zu siedeln und verdrängen damit auch ein Stück weit die Völker, die vorher dort gelebt haben. Das betrifft vor allem die Goblins, die ja sich in ganz Nordaventurien ausgebreitet haben, ohne dass es ihnen bisher gelungen ist, ein größeres, geordnetes Reich zu errichten, sondern eher in den vielen kleinen Stämmen und Sippenverbänden leben. Betrifft aber auch die Zentauren und die Smaranta, die es zu diesem Zeitpunkt noch gibt, die jetzt im heutigen Aventurien nicht mehr in dieser Gegend vorkommen. Eine weitere Folge ist, aber ich glaube, da genau kann Raphael noch mehr zu sagen, ist dann, dass die Trolle dadurch auch in Kontakt kommen mit den Elfen, die ja in einem ähnlichen Gebiet auch siedeln. Genau, da parallel hat man so ein bisschen Parallelen, hätte ich fast gesagt, Richtung der Orks, denn als sie aneinander geraten, die ersten Schlachten kommen, oder vielleicht umgekehrt, als die ersten Elfen erstmal einzelne Trolle sehen, können sie diese durch ihre Zauberei überwinden und sagen, oh, perfekt, nutze ich mal so einen Troll als einen Arbeitssklaven, der ist groß, der packt an, den kann ich einsetzen. Also diese Überlegenheit der Magie spielt erstmal den Elfen positiv zu, aber als dann wirklich die Trolle mehr werden und es zu Schlachten kommt, dann schmerzen die den Elfen eben auch, weil ja, bei aller Zauberei sind einfach Trolle furchterregende Gegner, zumal sie auch eine gewisse Art der Magie verfügen, sodass nach einiger Zeit ja so eine Art Stillstand auch hier entsteht, ne? Dass man wirklich sagt, wir tolerieren uns gegenseitig, ne? Die
die Trolle leben an der Stelle, die Elfen an jener Stelle und für beiden sind Schlachten einfach zu verlustreich. Man lässt sich lieber in Ruhe, ohne dass man befreundet oder sowas wäre. Ja. Tja, und wo wir jetzt schon bei den Elfen sind, wir lernen jetzt endlich, wo das Wort Badog herkommt. Wo kommt es her? Wie wurde es eingeführt? Von wem? Naja, wir haben ja noch die Lichtelfen und die Hochelfen als Unterscheidung. Ja? Die Lichtelfen, die wirklich aus dem Salamandra kommen und die Hochelfen, die ja auch diejenigen sind, die sich mit Orks und Trollen auseinandersetzen. Und diese Hochelfen beginnen, Götter zu verehren und sagen, es gibt größere Wesenheiten, die uns helfen können und denen bringen wir eine Verehrung dar. Und das geht den Lichtelfen zu weit. Und sie schotten dieses Salamandra noch stärker ab im Jahr 6538, heißt es hier. Und sie definieren tatsächlich dann so, dass wer einmal in dieser Außenwelt unterwegs war und das Salamandra verlassen hat, der ist vom Badog verseucht. Und dieses Badog scheint ansteckend zu sein. Und möchten halt verweigern, dass Hochelfen zurückkehren können in das Salamandra. Es ist jetzt eine sehr strikte Definition, unter der wären nach heutiger Sicht alle Elfen logischerweise Badog. Das ist der Ursprung zumindest des Wortes, ja. Bitte. Kennen wir tatsächlich ja im heutigen Aventurien auch noch, dass eben Elfen, die ihre Sippe verlassen und sich zu sehr auf die Lebensweise anderer Völkerschaften einlassen und dadurch sich entfernen von dem ursprünglichen Elfsein, dass die eben von ihren Angehörigen als Badog bezeichnet werden, aber wie Raphael sagte, also das, nach dieser strengen Definition müssten dann alle Elfen sich den Schuh anziehen. Also vermutlich, ohne jetzt ein Kenner der Elfensprache zu sein, wenn man wirklich Badog übersetzt als verlässt die Gemeinschaft oder ähnliches, ne, dann kommt es daher. Aber die Lichtelfen haben eben alles, was diese Außenwelt ist, schon als ein Verlassen der Gemeinschaft gesehen. Und im heutigen ist es halt eher die Elfensippe. Und dann ist sicherlich auch ein Elf, der nur einmal herumreist, ist auch noch kein Problem. Aber diejenigen, die mit Menschen und Zwergen, Magiern und Streunern durch die Gegend laufen, das sind halt diejenigen, die dann Badog werden, ja. Ja, ich finde es interessant, dass sie sich völlig abschotten, aber dann 6512, also 26 Jahre später, am westlichen Rand der Salamandersteine die alte Wacht Epavalan, oder wie das heißt, errichten, um trotz Abschottung über die Geschehnisse der Welt informiert zu sein. Also irgendwie passt das dann auch wieder nicht, weil jeden, den sie da hinschicken, der ist ja dann auch Badog. Der kann ja auch nie wieder zurück. Ja, ich habe es immer so interpretiert, sie ist so ein bisschen wie die Eltern, die sich ärgern über die Kinder und sagen, Matthias, da macht das alles falsch, aber ich möchte eigentlich trotzdem noch wissen, wie es weitergeht. Ja, so würde ich es eigentlich auch sehen. Ne? Das ist zwar falsch, was sie tun, aber ein bisschen mitkriegen, was da läuft, das würden wir doch schon noch ganz gerne, ja. Vielleicht stehen die oben auf ihrer alten Wacht auf dem Turm und schauen mit dem Fernrohr herab, was da so auf der vor sich geht. Tja, und was braucht man noch so in alten Burgen, damit es keine Rattenplage gibt? Katzen. Und es gibt aber noch andere Katzen. Es kommt ein Katzenschiff. Was ist denn da los, so ab 6300? Wir erinnern uns ja noch aus dem 6. Zeitalter, das ist das Volk der Gryphonen gibt, die Katzenartige sind, die auch Ukurianer genannt werden und die aber nicht in Aventurien heimisch waren, sondern in Uturia, also in dem Kontinent, der südlich von Aventurien liegt, durch ein großes Meer getrennt ist. Und die kommen jetzt von dort, nachdem die aventurischen Gryphonen, Praios, ich hole noch mal ein kleines bisschen weiter aus. Die aventurischen Gryphonen mussten sich, nachdem sie auch Dinge getan haben und begonnen haben, sich von der Schutzgottheit, die eigentlich sie erwählt hatte, von Praios abzuwenden und sich dann anderen, zum Teil auch dämonischen Wesen zugewendet hatten, kamen sie unter Praios Urteil und wurden verwandelt. Die Aufrechten, die treu geblieben waren, die Guten, wurden zu Greifen, zu Sendboten Praios. Die gänzlich den Dämonen verfallen waren, wurden zu Irrhalken, also zu
dämonischen Wesen. Und die, die so, ja, sich nicht ganz haben entscheiden können zu Lebzeiten, die wurden zu Sphinxen. Und das soll auch der Grund sein, warum die ja eben die vielen Fragen stellen, weil sie immer noch nicht selbst für sich die Antwort gefunden haben, welcher Weg der richtige ist. In Uturia haben die Krophonen aber überlebt, wohl in ihrer ursprünglichen Gestalt. Und einige von diesen kommen nach Aventurien mit einem fliegenden Schiff. Und sie beschließen auch dort zu bleiben. Nicht da, wo schon das Land dicht bevölkert ist, sondern in einer sehr abgelegenen Gegend im Dschungel. In Südaventurien, Meridiana. Und dort errichten sie eine Stadt in einem Tal im Regengebirge, sehr abgelegen. Und die Stadt wird dann auch bald mit mehreren tausend von ihnen bevölkert und wird zu einer der reichsten Städte dieser Zeit zunächst einmal. Tja, und was passiert mit so einer schönen Stadt? Friede, Freude, Eierkuchen oder? So, ich hoffe, ihr könnt mich noch gut hören. Ich bin nämlich gerade kurz rausgeflogen, aber habe zumindest Davids Ende noch gehört. Würde hier einsteigen. Den Drachen natürlich, den Missgünstigen, gefällt nicht, dass da so eine schöne Stadt entsteht. Gefällt überhaupt nicht, dass es da andere Wesen gibt, die auch noch fliegen können mit ihren Schiffen. Sie vernichten die Siedlungen, bringen die fliegenden Schiffe zum Absturz und schließlich gegen 6005 vor Bosbarans Fall verwüsten die Drachen auch diese Stadt Anchir, spreche ich sie immer aus, wenn es richtig ist, die darauf von den Katzenmenschen verlassen wird. Das ist deshalb eine ganz spannende Sache auch für alle die wir heute spielen, weil das ja auch jetzt mal, wir kommen langsam in die Zeit, wo man Sachen wiederfindet, eines der Mysterien ist, die auch in aktuellen Spielhilfen noch behandelt werden an der Stelle. Ne? Es gibt Reste davon, da kann man Questadores aussenden, wenn man in Südaventurien unterwegs ist. Tja, damit wissen wir, dass den Echsen und den Drachen einfach nicht zu trauen ist. Also jetzt ganz neutral gesprochen. Du bist ein sehr guter Berichterstatter, das finde ich. Es gelingt dir, eine neutrale Perspektive zu jedem Zeitpunkt einzunehmen. Jederzeit. Ja, und das war jetzt erst einmal die Zeit, die wir uns jetzt gesagt haben. Und tja, was kommt als nächstes? Als nächstes werden wir natürlich die Zeit 5500 bis 4600 uns absprechen. Besprechen natürlich, nicht absprechen. Tja. Möchtet ihr beide noch etwas zu dem Zeitabschnitt sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch irgendwie erwähnen sollten? Vielleicht noch eine Sache. Es gibt ein Volk, über das haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das sind die Menschen. Die gibt es schon auch noch in Aventurien zu dieser Zeit. Sie sind nur wenige geworden und sie haben auch keine größeren Königreiche, kein geordnetes Staatswesen, sondern leben vereinzelt in kleinen Stammesverbänden und Gruppen. Wir erinnern uns ja, einige haben ja den Weg nach Westen angetreten. Einige sind die Waldmenschen, leben in den abgelegenen, schwerer erreichbaren Dschungelgebirgen und im Dschungel im Regengebirge. Das heißt, es gibt die Menschen zwar, aber sie spielen in dieser Zeit, in diesem Zeitraum von 7.000 bis 5.500 einfach keine so große Rolle, was die Geschicke und die Ereignisse auf dem Kontinent angeht. Tja, es heißt ja auch nicht das Zeitalter der Menschen. Gut, dann würde ich sagen, melden wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch beide für eure Zeit, die euch genommen hat, für die Expertise, die ihr hier reingebracht habt. Und euch da draußen danken wir für die Aufmerksamkeit. Fragen, Wünsche, Anregungen gerne an uns schicken. Wir haben auch noch ein paar Leserbriefe bekommen, auch mit Anregungen, dass man so machen kann, so wann wir jetzt irgendwas besprechen, das, was man aktuell in der heutigen Zeit auch sieht, das haben wir hier gleich umgesetzt. Und ja, wenn ihr noch andere Wünsche, Anregungen habt, teilt es uns gerne mit und dann wünschen wir euch einen schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und nun sind die Runen geschmiedet.